9. Rufe auf, Tagesordnungspunkt 10. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 14383, Bus und Bahn fahrscheinfrei, Modellprojekt zum Bürgerticket durchführen. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Bayer hat das Wort. So, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Fahrgäste am Livestream, NRW ist das Stauland, das Sanierungsstauland und als Ergebnis einer Verkehrspolitik, wie sie bis heute, bis zu diesem Moment jetzt von der Landesregierung fortgeführt wird. Und NRW ist ein Autoland. Die Automobilindustrie ist natürlich auch sehr wichtig für Nordrhein-Westfalen, noch, wer weiß, wie lange noch. Und nun, die 130-jährige Geschichte des Automobils darf ja auch durchaus als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Und wie startete dieser Erfolg damals, 1988? Nämlich war die Initialzündung ein Modellprojekt. In der Theorie war alles prima, aber erst als Bertha Benz mit einer Fernfahrt einen Modellversuch durchführte, erst da begann dann der Erfolg des Automobils. Ein Erfolg, der 130 Jahre später in neuen Erfolgen in der Mobilität unserer Gesellschaft münden muss. Wir haben heute andere Möglichkeiten, andere Anforderungen und auch andere Probleme. Kaum jemand bezweifelt heute, dass das Straßenverkehrssystem mit dem Individualverkehr bald an seine Grenzen stößt und dass wir mehr Bus und Bahn brauchen. Der öffentliche Nahverkehr aber hat Defizite. Nicht nur, dass die ÖPNV-Finanzierung über Tarife und die kostenneutrale interne Optimierung am Ende sind. Busse und Bahnen kommen bei den Menschen nicht an. Für viele ist nämlich der Weg zum Arbeitsplatz mit Bus und Bahn nicht oder nur sehr schwer möglich. Doch auch die Menschen, die Bus und Bahn bisher nicht nutzen, lassen sich vom öffentlichen Nahverkehr begeistern. Vor allem dann, wenn die Nutzungshindernisse wegfallen würden. Keine Tarife, keine Zonen, kein Tarifdschungel, kein Ticketfrust. Kein Expertenwissen mehr, wie man Bus fährt. Einfach einsteigen und losfahren. Mehr Fahrgäste, besseres Angebot. Busse dort, wo bisher keine fuhren, weniger warten, schneller und bequemer fahren. Dann sagen mir auch Autofahrende, das sind bedeutende Ziele für die Politik. Und ihnen ist klar dabei, dass auch sie dafür einen Beitrag leisten müssen, damit es billiger für alle und besser für alle wird. Vom Gesundheits- und Klimaschutz reden wir da noch gar nicht. Dieses Konzept zur Verwirklichung, die Initialzündung, der intelligenteste Weg zum Erreichen der Ziele ist Bus und Bahn fahrscheinfrei. Wir wissen, dass das Konzept in der Theorie funktioniert. Wir haben es in einer Enquete-Kommission auseinandergebaut und mit vielen Experten gemeinsam studiert, sogar juristisch analysiert. Wir haben uns einige Aspekte in Tallinn vor Ort angeschaut. Und es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, es gibt Doktorarbeiten, es gibt Berechnungen und Umsetzungsvorschläge. In der Theorie passt alles sehr gut zusammen. Aber nun geht es darum, praktisch auszuprobieren, wie groß die Effekte sind. Dazu muss das Land Nordrhein-Westfalen den Gemeinden, die Modellprojekte durchführen möchten, diese auch gesetzlich ermöglichen. Nur dann können wir in der Praxis erproben und wissenschaftlich untersuchen, wie gut der fahrscheinfreie Nahverkehr zu einer besseren Mobilität für alle und zu einer smartgerechten Verkehrswende beitragen kann. Wir in NRW sind soweit. Die jahrelange Arbeit vieler Menschen, dank der Piraten auch hier im Landtag, ist in die Vorbereitung geflossen. Nicht nur dadurch übrigens unterscheidet sich Bus- und Bahn fahrscheinfrei deutlich von der billigen 2-Euro-Kopie, die uns die Grünen gerade auftischen. Das Konzept der Grünen nämlich fügt ein Ticket hinzu und verkompliziert dadurch den Tarifdschungel. Das Grün-Ticket hat keine Lenkungswirkung und ist sozial ungerecht. Denn für Gelegenheitsfahrgäste ändert sich ja gar nichts. Profitieren tun davon nur die Abo-Kunden, also Menschen, die heute sowieso schon Bus und Bahn fahren und die dann noch eins der 333.000, also viel zu knappen, Tickets ergattern können. Zahlen müssen für dieses Sonderangebot dann aber alle über die Steuern. Wie das Ganze insgesamt finanziert werden soll, ist bei dem eher unausgegorenen Konzept dann noch völlig unklar. Bus und Bahn fahrscheinfrei dagegen kommt mit einem neuen innovativen Finanzierungsinstrument und mit mehreren Finanzierungsinstrumenten.
Wir tun was für die öffentlichen Haushalte, für die gebeutelten Kommunen, damit sie nicht mehr am Nahverkehr sparen müssen. Wir tun das auch für die freie Mobilität der Menschen in NRW, für die Wahlfreiheit der Verkehrsmittel, ohne den Zwang, ein Auto kaufen oder fahren zu müssen, für die freiwillige Entscheidungsmöglichkeit jederzeit für alle. Wir tun das für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik und ein zukunftsfähiges Verkehrssystem und auch für die Wirtschaft, die eine gute Verkehrsinfrastruktur braucht und auch ganz neue Ideen und neue Wege braucht, so wie sie Bertha Benz aufzeigte. Aber diesmal von Nordrhein-Westfalen ausgehend, einem Land, in dem ganz reale Utopien verwirklicht werden können, wie Bus- und Bahn fahrscheinfrei. Vielen Dank. Ich bin am Ende der Rede. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer.